damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge um die 2, dem Omnibus-Simulator. Diesmal wieder mit einem Bus, hier zu einer Sonderausgabe an Halloween. Wir fahren ganz was anderes mal. Ich fahre den so selten, jetzt wird es Zeit, den mal auszuführen. Den MAN-Leasing-Bus der BVG, hier mit diesen komischen Flaggen, die ich nicht loswerde. Ich habe es versucht und bin dran kläglich gescheitert. Wir fahren auf der Linie 259 mit Umleitung. Wir haben besondere Fahrgäste mit an Bord heute. Muss ich erstmal einschalten. Fahrplan ist eingestellt. Wird knapp hier. Ja, wir haben Fahrgäste, die sind so ein bisschen sass. Und irgendwelche Geister, die uns ziemlich auf den Geist gehen werden. Mal den guten Motor an. Das war dieses ganz komische Atron. Furchtbar, dieses Ding. Jetzt muss ich überlegen, das war Route 1. Die Umleitung habe ich, glaube ich, gar nicht mit drauf gepackt. Jetzt muss ich mal schauen. Nee. Das ist die Route 2. Achso, das war ja hier so ganz blöd mit dem Ding. 1, 2, 3, 5. Immer noch nicht. Dann war es die Nummer 6. Das sieht doch schön aus. Dann geht's los, würde ich sagen. So, alles einsteigen, bitte. Muss das hier so kalt sein? Ja. Wir fahren erstmal vor. Die Heizung wollte ich anmachen. Wo war die hier? Da. Was ist hier von der Heizung? War die das? Ich weiß das gar nicht mehr. Nee. Oh Mann, jetzt stelle ich mich aber an. Klingt doch, glaube ich, gut. Das klingt nach UFO. Wo ist er denn? Na, geht doch. Drängelt sich da durch. Ein Check-in hier. Hier sind immer noch die Bauarbeiten für die neue Ringlinie.
wird erst 2023 was, also dieses Jahr mache ich die nicht mehr fertig. Das klingt ja gemeingefährlich hinter uns. Richtig spooky unterwegs. Hier wunderschön mit Auxi. Ihr habt natürlich die Möglichkeit gehabt, bis heute am Gewinnspiel teilzunehmen. Und zwar habe ich ja wann waren das? Am 1. oder am 3. Oktober habe ich begonnen damit. Ich glaube, am 3. war das. Da hattet ihr die Möglichkeit, unter einem Instagram-Post einfach zu kommentieren, welches Add-on ihr gerne hättet. Ihr hattet die Wahl zwischen Omni Navigation, Auxi und eine Steam 20-Euro-Karte. Also es sind 20 Euro, okay. Und die werden natürlich jetzt am 1. November-Wochenende ausgelost, live. Vorher schaffe ich das leider nicht. Schon sagen, wenn das Atron jetzt schon wieder nicht mitkommt. Genau, nee, ihr hattet die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Heute endet die Teilnahme um 23:59 Uhr. Und ja. Neue Kärntner Straße. Ist ja richtig schönes Wetter hier. Wie in echt. Nochmal so richtig schöner goldener Oktober. Schnell verlebten Monat. Ich muss sagen, der Oktober ist mein Lieblingsmonat. Nicht, weil ich etwa einen Monat Geburtstag habe. Nee, ich finde einfach den Oktober, der ist so. Oh. Die rote Ampel habe ich jetzt nicht gesehen. Der ist irgendwie so. Ich weiß es nicht. Das ist so ein Mix aus. Da endet die warme Temperatur. Es wird kalt. Es ist aber auch noch nicht so kalt. Denn die ganzen goldenen Bäume, die roten Bäume, diese bunten Bäume, einfach herrlich. Ist so mein Monat halt. Halloween bin ich auch natürlich voll drinne. Ist das hinter mir? Jo. Dann. Ich glaube, die Türen aber gehen nicht automatisch auf. Nee. Hallo. Also die zweite Tür muss ich manuell öffnen. Ich glaube, das kann ich auch nicht einstellen hier. Genau, gesprochen von meinem lieben Bruder.
ED9 Gong. Schön, da ist er. Der ist ganz schön breit. Ich muss schon. Oh. Was sehe ich denn da? Hier fehlt ein Spline. Oh, 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 das sollte nicht sein. Ich bin schon so ein bisschen stolz auf das, was ich hier so geschaffen habe. Das ist so, das hat sich jetzt so nach und nach ganz schön entwickelt. Immer größer geworden, immer mehr hinzugekommen. Aus einer geplanten Linie sind mittlerweile, was haben wir, die 150er. Na gut, man muss aber auch sagen, die 150er, 158er und N58er, die kann man theoretisch als eine Linie sehen. Außer der Verstärker vom 150er, der fährt nach Hofzeichendamm. Ansonsten haben wir die drei Linien. Den 353er, den 259er. Den 893er. Was haben wir noch? Bald den 871er. Den China-Ersatzverkehr. Ja, gut, den kann man jetzt auch mitzählen. Der ist ja nur als Chrono-Event. Ja, das sind 8 Linien, die wir hier haben. Das ist schon ganz schön. Und das ist ja noch lange nicht fertig. Ihr seht ja hier, manchmal gibt es noch kahle Stellen. Die kommen nach und nach noch. Hier auch alles so schön herbstbraun. Es wird wieder so kahl, wenn es im Winter die Bäume alle nackig sind. Dann sieht das nicht mehr so schön aus. Schon. Ich plapper zu viel. Momentan wird ja ganz fleißig am Weihnachtschrono-Event gearbeitet. Das will ich ja auch noch spätestens Mitte November raus haben. Es beginnt ja, glaube ich, schon fast im November. Das Chrono-Event besteht ja aus zwei Phasen. Mehreren. Einmal die Aufbau- und Abbauphase und einmal halt, wo das Ganze steht. Weil es kann ja, also ich finde das extrem unrealistisch. Ah, das ist so blöd, die Perspektive. Ah ja, den habe ich jetzt nicht gesehen. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Wenn von jetzt auf sofort auf einmal ein Chrono-Event da steht. Wenn man nämlich von Mitternacht über Mitternacht noch auf der Linie unterwegs ist und man die Kachel wechselt und wieder auf die Kachel raufgeht, ist das Chrono-Event an sich ja da. Und da habe ich mir gedacht, dann baue ich das so, dass vor dem Haupt-Chrono-Event einmal sozusagen so ein bisschen was schon dasteht, als würde das alles aufgebaut werden. Und dann zur Hauptzeit alles dasteht und da, wenn Neujahr alles vorbei ist, sozusagen so ein Abbau-Event ist, das so abgebaut wird. Klingt jetzt sehr unverständlich, aber wenn man das sieht, ist das sehr gut nachzuvollziehen, wie ich das meine. Ich
hängen jetzt ganz schön hinterher, also ich entschuldige mich dafür, wie ich hier fahre, wenn ich manchmal sehr spät reagiere. Ich nehme das hier um 0.10 Uhr auf, weil ich es einfach nicht schaffe, das am Tag zu machen, weil ich einfach zu viel arbeiten bin gerade. Zu lange arbeiten bin vor allem. Da ist auch ein bisschen paar, also wir haben es den 28. ein bisschen vorher aufgenommen. Weil ich wahrscheinlich auch noch ewig brauchen werde, hier alles zurechtzuschneiden. Ich finde das so schön mit dem Hallo. Krankenhaus. Hallo. Ich finde das so schön, das hat wirklich was, das... Ich kann mich gar nicht oft genug dabei mir bedanken. Ein paar Kürbisse. Ein bisschen Halloween hier. Der Kollege da. Lindenberger Weg. Ich finde die alten Ansagen herrlich. Ich habe mich jetzt an den neuen Gong gewöhnt, aber ist immer noch sehr gewöhnungsbedürftig, von Jake die Ansagen zu hören. Weil es immer noch so ein Schreien ist. Aber nicht nur das, ist halt... Na, jetzt geht die Tür nicht auf. Ist halt, ich bin absoluter Helga-Stimme-Fan. Wieder nicht aufgegangen. Wunderschöne Laubbäume, so schön bunt. Und dann auch in eine Pilze gehen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr in eine Pilze geht. Das ist ja auch sowas. Ich war dieses Jahr sehr oft mit meiner Familie in eine Pilze. Wir haben dann immer hinterher eine Pilzpfanne gemacht. Und dann haben wir immer so einen ganz seltenen Pilz anscheinend gefunden. Der sieht aus wie so ein Schwamm. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Das ist so ganz... Irgendwas, ach, ich weiß nicht, wie das heißt. Jedenfalls, der ist echt lecker angebraten. Sowas kann man immer nur im Oktober machen. Aus, wenn mein Hinterteil hier vom Bus mit hinterher schwingt. Hallo. Na toll, jetzt haben wir natürlich die Freigabe und dürfen jetzt wieder ewig warten. Mir fehlt es noch an einem schönen Bild. Wir fahren jetzt einfach über Rot.
Jetzt übersehen wir es einfach mal. Ordentlich ausschenken hier. Mal schauen. Ich krieg die nie hin. Mein Respekt an die Busfahrer, die das hier die Zeit lang hinbekommen haben. Das ist ja so eine enge Kurve hier. Halt gut. Die Umleitung. Also der 259er und der 353er in Richtung Pönitzweg und Auwehrstraße, die sind ja weiterhin noch über Altbuch hier umgeleitet. Nur die anderen Linien, die direkt am Bahnhof enden, die haben jetzt ihr Wendeplatz auf dem Park-and-Ride-Parkplatz in der Walter-Friedrich-Straße. Wie früher. Wo sie damals die Wendeschleife am Sandhaus neu gebaut haben. Ich glaube, das ist sehr eng, der Fahrplan. 6 Minuten Verspätung. Auch immer ab. Ich weiß nicht. Ich habe mir das mal im Editor angeschaut, weil mich das auch schon gewundert hat, warum die immer da abbiegen. Ich habe die Straße geradeaus weiter nicht gesperrt. Die ist eigentlich freigegeben, aber die wollen alle hier rum. Anscheinend will niemand geradeaus weiter. Gibt es keinen Grund, geradeaus weiter zu fahren. Röbelweg, genau. Es wird im Dezember, denke ich mal, so kurz, so zwischen der Jahre, würde ich jetzt sagen, wird es nochmal ein Update geben. Da werde ich die ganzen Chrono-Events auf 2023 anpassen. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich versuche, solange ich noch an der Map arbeite und noch Omsi habe, versuche ich das noch aktuell zu halten, die Events. Die werden jetzt nicht jedes Jahr angepasst oder so, es wird halt nur das Datum geändert, damit ihr nicht immer in diesem Jahr hier spielen müsst. Wieder der UFO. Das UFO. Der, die, das UFO. Das sieht so schön aus, die Farbe. Matrix hier. Sieht man, mein Hofstadter ist nicht dafür angepasst. Bahnhof.
es gibt Gegenden in Berlin, da haben Haltestellen, die so weit vom Bahnhof entfernt sind, schon wieder einen ganz anderen Namen. Und hier ist das immer noch S-Bahnhof Buch. Zwar S-Bahnhof Buch-Röbelweg, aber immer noch S-Bahnhof Buch. Ich weiß gar nicht, wo das war. Das ist, glaube ich, irgendwo da so östlich von Berlin. Da ist eine Haltestelle im Bahnhofsmeer, die ist ungefähr so weit entfernt. Hallo. Die ist ungefähr so weit entfernt vom Bahnhof wie die hier. Nee, ist es nicht. Und die heißt schon wieder ganz anders. Hier wird fleißig gebaut. S-Bahn ist es auch gerade stillgelegt. Ist ja Halloween, schneller Verkehr. Achso, ich habe noch die Heizung an, wa? Das sind fluffige 30 Grad hier drinnen. Den kleinen Hippie mit dem Baum. Hier auch nochmal. Bei der bin ich mir nicht ganz sicher, ob die real ist jetzt, die Haltestelle. Ich habe nach einer Karte gearbeitet, die mir gegeben wurde von einem Mitarbeiter, würde ich sagen, bei der BVG. Weiß ich nicht. Also er selbst arbeitet nicht, er hat sie bekommen. Und ich habe nicht wirklich erkannt, ob da eine Ersatzhaltestelle ist oder nicht. Und ich habe nie eine Antwort darauf bekommen. Also habe ich geraten und habe mir so gedacht, dann ist da wohl eine Ersatzhaltestelle. Ist bestimmt richtig. Geht ja noch eine Weile, das Chrono-Event kann ja noch angepasst werden. Bis 2024 oder 2025 geht's ja noch. Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie ganz schön spät dran sind? Ich dachte, ich bin pünktlich. Ich bin 7 Minuten zu früh. Oder nicht? Happy Halloween. Mit dem Atron gehen alle Ansagen. Das muss ich sagen. Mit dem AFF 4.10 habe ich Probleme, dass nicht alle Ansagen angesagt werden. Oder mit dem anderen Atron, aber das hier sagt mir alle an. Ohne Probleme. Spaziert oder nicht? Fährt er hier rein, nee, wa? Aber nur so. Ach, wen haben wir denn da? Auch ein ungewohntes Bild, hier mal einen anzutreffen. Schönerlinde Chaussee. Den fahren wir auch noch ab hier in dem Event. Der hat ja so eine besondere Linienführung. Ganz schwierige Linienführung. Gleich können wir auf Vollgas geben.
doll. Wie schnell kann das Baby denn hier? Ich weiß gar nicht, wie viel hier wirklich erlaubt ist. Ich glaube, hier war 80? Ich weiß es nicht. Hier ist auch sehr schnell. Habe ich auch noch gar keine Straßenschilder aufgestellt, fällt mir gerade ein. Ey, hier will niemand raus. Die laufen auch nur. Ich weiß auch gar nicht, warum da eine Haltestelle ist, weil hier ist ja weit und breit nichts. Die Ansage fehlt mir auch noch. Mir fehlen noch etliche Ansagen. Die laufen nur. Die laufen nur. Weil sie nichts anderes im Leben haben, laufen sie nur. Wenn man so die Map detailliert abfährt, hier so für ein Video, fallen einem so richtig viele Fehler auf. Ich sehe gerade, mein Aussicht zeigt mir hier unten keine Haltestelle an. Das heißt, ich muss die Haltestelle vergessen haben, den Namen zu verpassen. Nee, okay. Ich nehme das zurück, jetzt ist es da. Da scheint das wohl erst ab einer gewissen Reichweite zu gehen. Bis 1000 Meter anscheinend. Also bis 1 Kilometer. Interessant. Das hat schon was. Dass man einen Fahrersitz einstellen kann. Dass beim Lenken die Kamera sich mitbewegt. Hier unten, also ja, an sich unnötig, aber hat schon was, dieses Feature zu sehen, in wie vielen Metern die nächste Haltestelle ist und was die nächste Haltestelle ist. Und man hat ja nicht immer einen Blick aufs Atron oder Ibis oder Almix oder was man so hat. Aber man sieht so schlecht, wenn die Leute einsteigen wollen. Hatte ich ein, zwei Mal schon. Das sieht man so schlecht. Gewerbegebiet Pankow Nord. Hier kommt demnächst auch noch ein Update. Wann, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich habe gesehen, dass hier eine Ampel ist. An der Kreuzung. Dann kommt hier natürlich auch noch eine hin. Ne? Das ist ja klar. Klar wie Kloßbrühe. Geht hier hinten erst auf.
Schönerlinder Straße. Achtung, verkürzte Linien führen. Endhaltestelle, bitte aussteigen. Terminus, please leave the bus here. War ja auch eine Überlegung wert. Ist ja nicht mehr weit bis nach Französisch Buchholz, bis dahin zu bauen. Aber da ist wieder so die Sache, entweder verlängere ich den 259er oder ich baue irgendwann von Alt-Blankenburg nach Französisch Buchholz. Ich kann leider nur von einer Strecke aus verlängern, weil ich hier ungleichmäßig gebaut habe. Das passt leider von der Entfernung her nicht. Hier ist jetzt theoretisch Endhaltestelle. Nee. Zweite Tür ist es wieder. Ich bin noch nie in Real Life mit diesem Bus gefahren. Ich habe mir mal mir vorbeifahren sehen. Oh, 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 oh. Jetzt habe ich verpennt. Ich habe mir mal mir vorbeifahren sehen. Aber bin nie eingestiegen. Weil ich mir so dachte, niemals werde ich mit einem MAN Gelenkbus fahren. Also von dieser Generation. Ich finde MAN scheußlich. Bis auf die Doppeldecker und die MANs, die wir damals bei der BVG hatten, fand ich die MANs, die es jetzt gibt, schrecklich. Absolut schrecklich. Wir haben in Dessau die Erdgas-MANs oder die gibt auch normale, aber mehr Erdgas. Und die sind absolut schrecklich. Und dann kenne ich auch die MANs vom China-Ersatzverkehr. Was es manchmal für welche waren, diese Überlanddinger. Grässlich, ist gar nicht meins. Gar nicht meins. So, dann sind wir jetzt auch am Ziel angekommen. Ich hänge schon halb in der Kniekehle. Bin schon fast am Einschlafen. Diese Kurve ist schon heftig, muss ich sagen. So. Eine Dreiviertelstunde Zeit für Pause. Aber mich wundert es nur, dass hier KI langfährt. Das habe ich eigentlich eingestellt. Weil wenn ich jetzt hier eine Dreiviertelstunde Pause mache, dürfen die jetzt ordentlich warten. Irgendwie nicht mal, die KI ist nicht mehr so intelligent, dass sie ausweichen kann hier. Das stört, glaube ich, am meisten hier irgendwie. Ja, meine lieben Freunde, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat dieses kleine Halloween-Special gefallen. Halloween, ja gut, das ist halt, ihr wisst, was ich meine, ne, zu Halloween. Wir sehen uns in einem nächsten Halloween-Video. Auf dem China-Ersatzverkehr wird es das nächste Mal sein. Schreibt gerne in die Kommentare, was für einen Bus ich dann nehmen soll. Noch habe ich es nicht abgedreht, ein paar Tage habt Zeit. Und ja, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend, schönen Morgen, schönen Tag, wann auch immer ihr euch das anschaut. Bis denne.